Panda. I got broads in Atlanta. Chase with me in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. Addy, hörst du mich? Deacon St. John an Lost Lake Krankenstation. Carmen. Deke. Hey. Ich bin etwas neben der Spur, weißt du. Alles klar? Was gibt's denn? Huse. Hey, nichts. Ich hatte einfach keinen Bock mehr auf Radio Free Oregon. Diesen Truther-Scheiße. Deke. Danny meinte, du hast mir das Leben gerettet. Und das Anti, sonst was passiert. Das Leben. Ach, wo soll ich? War bestimmt lustig, mich festzuhalten, während sie an mir rumsägt. Weißt du noch damals, als Jack eine Truthahn zerlegt hat bei unserem letzten Treffen? Wie das Vieh über den ganzen Tisch gerutscht ist? Das weiß ich nicht. Ich spür's. Noch das Messer. Schlimmer als Ripper. Wenn du nicht da gewesen wärst, um mich festzuhalten. Ich weiß nicht, was passiert wird, Dick. Ich weiß es nicht. Das ist erledigt, Boozer. Das ist erledigt. Vorbei. Ach, Dick. Sorry, mir ist ein bisschen schwindelig. Ja, Addy bringt mich um, wenn sie rausfindet, dass du aufgestanden bist. Ja, ich glaube, mein Bett ruft schon nach mir. Lost Lake meldet sich ab. Hör zu, Boozer. Scheiße. Hey Ricky, ich hab ihn erwischt. Deacon, das ist gut. Lindsay hatte ein paar gute Freunde. Ich sag's Ihnen. Ja, okay. Wir sehen uns dann, Ricky. Wie geht's dir? Ich schau mich nur um. Ich mach voll. Das Bike hat's echt erwischt. Tschüss, Dick. Geht's um dein Bike? Hey, wie läuft's denn so?
Dick? Ich habe über deine Worte zum Besseren fürs Camp. Ich höre. Hast du etwas Zeit? Ich will dir was zeigen. Ja, ein bisschen Zeit hätte ich. Wo wollen wir hin? Warst du schon mal bei den Höhlen nördlich des Sees? Ich kenne sie. Na los, mal sehen, ob du mithältst. Okay, los geht's. Ich habe heute sowieso Sumpfdienst. Ich muss nachsehen, ob irgendwelche Freaks da im Matsch feststecken. Wann warst du das letzte Mal hier oben? Vor ein paar Jahren, glaube ich. Als ich klein war, wohnten wir in der verdammten Höhle. Mein alter Herr hielt sich für einen Geologen. Scheinen einige zu sein. Freaks, die in Schlamm stecken, meine ich. Sehr schön. Ich glaube, Skizzo hat einen neuen Mann für den Job. Du weißt, was Skizzo mich mal kann. Jedenfalls, wie gesagt, er konnte ewig darüber reden, wie sich die Außenwände der Höhlen aus erkalteter Lava geformt haben, während in ihrem Inneren noch heiße Lava unter dem Gestein floss. Die großen Höhlen zogen die Touristen an. Die Metolius-Höhle da oben. Und es gibt noch viel mehr. Hier ist alles voller Höhlen. Okay, okay, wir nähern uns dem Highway. Leise jetzt. Okay, runter, runter. Oh Mann! Deshalb hast du mich hergebracht? Für den Gestank dieser verdammten Freaks? Ja. Okay, okay. Komm schon, mir nach. Halt, 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 dir nach. Wo wollen wir denn hin? Vertrau mir. Zu nah ran. Bleib unten. Was zum Teufel machen wir hier, Dick? Das ist doch bescheuert, selbst für einen verdammten Drifter. Warte, warte. Weißt du noch, was du mir über die Touristen erzählt hast, die im Sommer aus Kalifornien kamen und den Highway und die Interstate verstopft haben? Ja, im Juli stanken die Leute hier fast so übel wie die Freaks. Tja, mit einer Sache hattest du recht. Diese Freaks, die großen Gruppen, die manche Horden nennen. Ich glaube, sie sind der Grund, warum sie nicht weniger werden. Wie meinst du das? Denk doch mal drüber nach, Mann. Ich gehe da draußen schon seit über einem Jahr auf die Jagd. Busa ebenso. Und Ricky, Skizzo, ein paar andere. Und wie viele Freaks habe ich wohl schon getötet? Ein paar. Ein paar, ja. Aber es werden irgendwie nie weniger. Und das heißt? Es sind diese Horden. Jede Nacht ziehen sie in endloser Reihe über den Santium Highway. Tausende von Freaks. Sie strömen ins Lost Lake Tal, nach Norden in die Cascades. Und du glaubst, sie kommen aus Kalifornien? Der Highway ist zu. Es war seit Jahren niemand mehr südlich vom Santium Pass. Für die Horden ist er nicht zu. Wir kommen wegen der Freaks nicht durch. Wie auch immer, der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass jede Nacht Horden hier durchkommen und wir nichts tun können, um sie zu stoppen. Tja, da hast du wohl recht. Ich habe bei dem Versuch viele Männer verloren damals. Ja, ich weiß. Ich war dabei. Und aus jeder Horde, die hier durchzieht, wandern ein paar ab oder sie verteilen sich aus irgendeinem Grund und... Und dann, überall Freaks, soweit das Auge reicht. Man muss sie nicht sehen, um zu wissen, dass sie hier sind. Wir müssen die Horden irgendwie daran hindern, hier durchzuziehen. Vielleicht können wir dann ihre Zahl reduzieren. Es sicherer machen. Mehr Land gewinnen und bewässern. Ja. Okay, und wie machen wir das? Du weißt verdammt gut, dass du keine, wie sagtest du, Horde angreifen kannst. Ihr Geheimnis. Ich will
verdammt sein. Ja. Sie sind den ganzen Tag über hier. Sie überwintern oder was zum Teufel Freaks tun. Also, woran denkst du, dass wir... Ja. Wir jagen das Ding hoch. Bisschen Dynamit da, da und da. Wir lassen den ganzen Scheiß einstürzen und schließen sie ein. Ja, so schließen wir ein paar hundert ein. Und was soll uns das bringen? Nein, du verstehst nicht. Wenn die Höhle dicht ist, dann haben sie keinen Schlafplatz mehr. Und wenn das verpisste Drecksloch austrocknet und nicht mehr stinkt, dann kommen keine neuen. Okay. Okay, das klingt gut. Okay, los, erstmal zurück. Gut, meine Knie sind aufgewärmt. Mal sehen, ob du mithalten kannst. Ja, okay. Erzähl mal, wie bist du in der Außenwelt ein Experte für Freaks geworden? Verbringst du deine freie Zeit damit, sie zu verfolgen? Zu beobachten, wie sie ticken? Nicht ganz. Woher weißt du das dann alles? Was eine Horde gerade vorhat, wo sie schläft? Vor ein paar Tagen war ich nördlich vom Belknap-Krater, als ein Heli vorbeiflog. Ein Heli? Was zum Teufel? Hör mir einfach zu. Es war ein schwarzer Heli. Einer von diesen Nero-Hubschraubern, die überall unterwegs waren, als alles den Bach runterging. Und du hast... Ich bin ihnen nach. Hab ein Funkgerät geklaut, hab sie verfolgt, wollte sehen, ob sie eine Basis haben und Vorräte. Mann, ich wollte wissen, ob die Cops noch leben. Weißt du, was ich meine? Die machen hier draußen irgendwas mit den Freaks. Sie untersuchen sie oder so. Dafür haben sie die... Ich bin ihnen hoch zu den Grottenhöhlen gefolgt. Kennst du die? Ja. Sie haben da Bewegungssensoren und zählen, wie viele Freaks tagsüber in der Höhle sind. Und, Mike, es waren Tausende. Tatsächlich. Sie sagten, alle Freaks beim Cascade-Gebirge südlich vom Crater Lake und im Norden hoch bis Smith Rock. Alle nutzen diese Höhlen für den Ruheschlaf. Also, wenn wir diese Höhlen sprengen, dann sind es vielleicht ein paar weniger. Hey, diese Idee von dir, gar nicht übel, aber... Um sowas hinzukriegen, bräuchte man richtig viel TNT. Du sagtest, du willst Lost Lake sicherer machen und genauso wird es gehen. Okay. Okay, hör zu. Ich muss noch was erledigen, okay? Triff mich doch bei der Brücke. In ein paar Minuten. Ich weiß, wo wir was finden. St. John! Du solltest vor einer Stunde bei der Farm sein. Ich habe gehört, da wartet eine Schaufel auf dich. Ja, Skizzo, ich hab zu tun. Also, Iron Mike und ich wollten gerade losfahren. Iron Mike und du? Du bewegst deinen Arsch heute dahin. Oder du und dein verkrüppelter Freund landen in der Außenwelt. Kapiert? Dann steckt ihr richtig in der Scheiße. Ey, ich kümmere mich drum. St. John, Ende.
Ganz sicher. Das war's erstmal. Jemand hat ein Reh erlegt und uns vorbei. Bereit? Wo wollen wir hin? Dieses Mal musst du mir vertrauen. Okay, wo fahren wir hin? Weißt du, was hier abgebaut wurde? Überall in der Gegend? Ja, Quecksilber oder sowas. Genau, Zinnober. Man extrahierte Quecksilber daraus. Viele Leute dachten, es wären Gold- oder Silberminen. Aber das stimmt nicht. Im frühen 20. Jahrhundert war Zinnober wertvoller als Gold. Zum Betreiben einer Mine braucht man TNT für Erweiterung, neue Tunnel, um Höhlen freizumachen und so weiter. Und um TNT besitzen zu dürfen, musste man sich im Bezirk registrieren und Zweitschlüssel für die Aufbewahrungskisten hinterlegen. Warte, das Bezirksgericht, wo zum Teufel ist das? Ich dachte, das weißt du. Das ist im alten Bundesgebäude. Im alten Bundesgebäude? Das in Sherman's Camp. Scheiße, Mike. Was zum Teufel? Du hast gesagt, du setzt nie wieder einen Fuß dorthin. Ach ja, ich erinnere mich nicht. Du warst betrunken, direkt nachdem Joe getötet wurde. Habe ich dir gesagt, warum? Nein. Mike, da wird es vor Freaks nur so wimmeln. Das ist keine gute Idee. Das Wetter hält, wird schon gut gehen. Okay, das da? Das ist das alte Bundesgebäude. Da wollen wir hin. Lass uns Ärger möglichst vermeiden. Bleib von den Häusern weg. Komm schon, wir müssen da lang. Wo wollen wir hin? Folge mir einfach. Den Schlüssel hat der Commissioner. Und du weißt, wo der ist, wo seine Leiche ist? Ja, ich denke schon. Weißt du, was hier passiert ist? Ja, alle wurden getötet. Frauen, Männer, Kinder. Nur wenige konnten entkommen. Und du warst einer davon, oder? Nur zwei entkamen. Nora und ich. Aber nicht die Freaks haben alle ausgelöscht. Wie meinst du das? Schon mehr. Es gab einen Waffenstillstand. Ein Treffen. Genau hier. Oh, wir wussten, was kommt. Wir wussten, was kommt und waren vorbereitet. Ein Kampf. Es war nur kurz. Aber heftig. Sie hatten doch noch etwas Munition und verdammt. Du siehst ja, was sie getan haben. Wie ich sagte, zwei Leute verließen die Stadt, als alles erledigt war. Und manchmal wünschte ich, ich wäre nicht einer von ihnen. Der Commissioner ist der Typ im Anzug.
den Schlüssel, damit wir verschwinden können. Die Höhlen sind dir doch eigentlich scheißegal. Du hast mich hergebracht. Du hast mich hergebracht, damit ich das hier sehe. Falsch. Hast du den Schlüssel? Wir holen uns die Karten von den Minen, so wie geplant, und damit finden wir mehr als genug TNT, um jede Höhle im Tal dicht zu machen. Bullshit. Mit einer Sache hast du recht. Ich find's gut, dass du's gesehen hast. Ich kann dir nicht folgen, Mike. Ich rede über den kommenden Krieg mit den Rippern, der auf den Schizo so heiß ist. Glaubst du, ihn interessiert, wer stirbt, Freund oder Feind? Schon gut. Komm, legen wir los. Da ist die Tür. Hier ist alles verrammelt. Komm schon, wir müssen den Weg nach oben finden. Riecht, als wäre hier was gestorben. Krabbler. Ja, ich riech's. Schöne Scheiße. Ich habe Kinder nie gemocht, die haben mich immer genervt. Das war immer ein Streitpunkt zwischen mir und Elizabeth. Gott hab sie selig. Du magst keine Kinder. Wow, und ich dachte, du magst jeden. Okay, gut. Das war's dann. Jetzt haben wir Karten zu jeder Mine im Bezirk und wissen, wo ihr Dynamit ist. Okay, dann los. Hörst du das? Ja. Und erwartest du vielleicht jemanden? Nein. Kann ich mich auf dich verlassen? Hey, ich fange nicht deinen Ärger an, aber ich bring's zu Ende, wenn's sein muss. Bleib hinter mir. Hey, ich kann auf mich selbst aufpassen. Klar kannst du das, aber weißt du noch letztes Mal, als wir hier draußen waren? Ja, wie gesagt, ich bleibe hinter dir. Bleib unten. Schnapp ihn! Freaks! Die locken noch die ganze verdammte Stadt zu uns! Thank you.
Sergeant. Ich sehe sie. Was ein Chaos! Jetzt weißt du, warum niemand Shermans Camp betritt. Wenn Eddie rausfindet, dass wir hier unseren Arsch riskieren, dann wird sie sauer sein. Naja, aber wie sollte sie das jemals erfahren? Von mir nicht. Also wegen der Ripper. Warum wolltest du, dass ich den Scheiß sehe? Weißt du, Dick, du erinnerst mich ein bisschen an mich. Früher. Wie das? Mir ist alles scheißegal. Oh, du sorgst dich um deinen Freund, willst nicht, dass er stirbt. Aber um mich, irgendjemand anderen auf diesem Planeten. Ich glaube nicht. Wer sich sorgt, der stirbt. Ja, das stimmt. Aber weißt du was? Er ist nicht du. Stirbt ebenso leicht. Auch die guten Leute aus Sherman's Camp haben sich irgendwann nur noch um sich selbst gekümmert. Es ist leicht, jemanden zu töten, wenn er nur ein Stück Fleisch ist, das einem im Wege steht. Skizo will die Ripper töten, weil er glaubt, dass sie nicht mehr menschlich sind. Sie zählen nicht. Sie sind keine Menschen. Stehen ihm im Weg. Tja, ich glaube diesen Scheiß nicht. Ich lasse das nicht zu. Weißt du, Skizzo, er fragt sich, warum ich Pazifist bin. Also, so nennt er mich gerne. Er glaubt, dass ich noch alle draufgehen lasse. Tust du das, Mike, lässt du alle draufgehen. Freaks wird es nicht ewig geben. Und wenn sie weg sind, dann brauchen wir ein paar Leute hier, die beim Aufräumen helfen. Hey, hör zu, hey. Ich mag Carlos und seine Ripper nicht, genauso wenig wie Tucker oder Copeland und seine verdammten Trucer, klar? Aber hey, hör zu. Es ist so, Deke. Ich schlag mich nicht darum, einen von ihnen zu töten. Ich habe genug getötet. Auch wenn Carlos Ärger macht? Ich halte Wort. So viel ist sicher.
Nein, Mike, darauf würde ich nicht wetten. Ein Waffenstillstand hält nicht. Ja, ausnahmsweise gebe ich Skizzo recht. Die Ripper, das sind keine Menschen. Nicht mehr. Das ist alles für heute. Ich frag mich, wie es Boozer geht. Ich sollte vielleicht mal nach ihm sehen. Ich hoffe, dass er wach ist. Lost Lake, komm. Ja, Mike, hier ist Dick. Ich habe gehört, du hättest Shane Riley, doch als ich ihn verhören wollte, war er nicht da. Mike, ich wollte ihn euch bringen, ehrlich, aber er hat sich wie ein Wahnsinniger gewehrt und er ließ mir einfach keine andere Wahl, Mike. Du weißt noch, was ich sagte, wie wir die Dinge hier regeln. Ja, Mike, weiß ich noch. Lost Lake, Ende. Danke, Ricky. Dick, es ist dringend. Ricky, was ist los? Der Kerl, den wir suchen, Eric Lynch, der Campbell und Reed ermordet hat. Auf der Farm. Der Lynch, man. So ein Mistkerl. Weißt du, wo er ist? Ja, er ist am Nordufer bei der alten Bootsrampe. Skizzo wollte hinter ihm her. Aber Iron Mike wollte dich. Ich krieg ihn schon. Danke, Dick. Mach schnell. Captain Corey! Wo ist Captain Corey? Sie müssen ihn anfunken! Mann, der Außenposten wird angegriffen! Corporal, wir müssen weg! Wie war das? Corporal, hier sind noch mehr! Corporal! Die Miliz. Was zum Teufel? Deacon, wenn du Zeit hast, schau beim Camp vorbei. Es gibt Arbeit. Ricky, okay, ich komme rum. St. John Ende. Ja, stimmt ja. Ich muss die
letzten Nester verbrennen. O'Brien, ich bin bei einem deiner Signaltürme, der beim Rogue Camp. Drifter, St. John, meine ich. Verstanden. Was soll ich hier? Ich werde... Ein Heli ist bereits zu dir unterwegs. Sei bereit, O'Brien Ende. Ah, deshalb bin ich hier. St. John, sie sollten längst bei dir aufgetaucht sein. Siehst du sie? Ja, die sind schwer zu übersehen. Was soll ich jetzt tun? Bleib an dem Forscher dran. Denk dran, wenn du nicht in Reichweite bist, kann ich die Daten nicht abgreifen. Ja, okay, ich hab's verstanden. Diesmal musst du einen ihrer Helis mit einem Peilsender versehen. Okay, ich platziere den Peilsender am Heli. Alles okay? Komm schon, Leute. Sieht gut aus. Weg. LZ gesichert? Sie dürfen mich nicht sehen. Okay, es kann losgehen. Also, was zum Teufel treibt ihr hier draußen? Hm? Wolltet ihr nur mal kurz anhalten und euren Tank auffüllen? Hm? Weil ihr das Schiff nicht gesehen habt. Kein ja, Benzin. Mindestens ein paar Benzin. Nein, ich glaube, ihr habt ein ganz anderes Problem, oder? Ja, genau, das woher soll ich das wissen? Wir verschwinden, wenn der Brian, Doktor fertig ist. Der Sender ist bereit. Da ist er. Wir haben die Studie von 24 Nistplätzen abgeschlossen. Einschließlich denen bei Marion Forks, dem Pioneer-Friedhof, dem Holzlager am Cascade Highway, dem Truckstop an der Old Belknap Road. Wie heißt er nochmal? Ah, Crazy Willys. Ja, sehr rustikal und touristisch. Manche Dinge aus der alten Welt vermisse ich nicht. Crazy Willy, südlich des Belknap-Kraters. Eine Frage, Doc. Klar, ist ja nicht so, als hätte ich zu tun. Nester. Warum? Wir wissen es nicht. Wieso bauen sie sie nur in, naja, Gebäuden, Häusern, Hütten und so? Wir haben die Theorie, dass... Sie finden sich nie dort, wo wilde Tiere sie bauen. In Bäumen oder in der Wildnis, nur in Häusern. Sind sie fertig? Sorry. Die Jungs im Labor haben eine Theorie. Ich bin sicher, wenn sie darüber reden wollen, kommen sie zu den Baracken, um es ihnen mitzuteilen. Oh je. Ich frage...
mag ja nur. Ich krieg auch Sachen mit. Ich war nicht immer Soldat. Scheiße, was war das? Einschließlich denen bei Marion Forks, dem Pionierfriedhof, dem Holzlager am Cascade Highway, dem Truckstop an der Old Belknap Road. Wie heißt er nochmal? Ah, Crazy Willies. Ja, sehr rustikal und touristisch. Manche Dinge aus der alten Welt vermisse ich nicht. Crazy Willy, südlich des Belknap Kraters. Eine Frage, Doc. Klar, ist ja nicht so, als hätte ich zu tun. Nester. Warum? Wir wissen es nicht. Wieso bauen sie sie nur in, naja, Gebäuden, Häusern, Hütten und so? Wir haben die Theorie, dass... Sie finden sich nie dort, wo wilde Tiere sie bauen können. Räumen oder in der Wildnis, nur in Häusern. Sind sie fertig? Sorry. Die Jungs im Labor haben eine Theorie. Ich bin sicher, wenn sie darüber reden wollen, kommen sie zu den Baracken, um es ihnen mitzuteilen. Oh je. Ich frag ja nur. Ich krieg auch Sachen. Immer Soldat. Sicher. Südlich vom Belknap-Krater. Manche Gebiete der Belknap-Wildnis wurden aufgrund der Nähe der Nistplätze zu menschlichen Siedlungen nicht untersucht. Vor allem bei einem großen Camp bei... Salome Hot Springs. Oh, ja. Salome. An Herodes Geburtstag tanzte sie vor ihm, worauf er ihr versprach, ihm zu geben, was auch immer sie verlangte. Sie sprach, gebt mir den Kopf von Johannes dem Täufer. Name für einen Ferienort. Allerdings. Wie gesagt, manches an der alten Welt vermisse ich nicht. Upload abgeschlossen. Ja. Die Bibel. Jetzt kommen auch noch Bibelverse. Das muss nett sein. Überall bricht die Hölle los und man selbst liest ein wenig in der Bibel. Gott, O'Brien. Erledigt. Okay, jetzt muss ich nur noch weg von hier, bevor mich einer von Ihnen sieht. O'Brien. O'Brien, hörst du mich? Ich kann gerade nicht. Ruf mich später nochmal an. Ende. O'Brien, oh, verdammt. Ich bin's langsam leid, deinen Boten zu spielen, O'Brien. Fertig. Thank you.
Geht's um dein Bike? Hey, wie läuft's denn so? Shit, du brauchst echt viel Benzin. Ich bin hier, wenn was ist. Ciao. Geht's, Bruder? Er darf noch keinen Besuch haben, aber ich brauche wirklich Hilfe. Okay, bis später. Ich bin hier. Hey, Doc, im Ernst. Kann ich danach wieder Klavier spielen? Sehr witzig, William. Leg dich hin. Okay, Flohwalzer geht. Echt jetzt, es geht etwas so. Wie du siehst, geht es ihm schon viel besser. Das Fieber ist komplett weg. Oh, sehr gut. Alles klar, ich muss mich noch um was kümmern. Wie ich schon sagte, William verdankt dir sein Leben. Boozer schuldet mir einen Dreck. Ich schulde ihm. Ich hab noch zwei gerettet. Eddie und Mia wären gestorben ohne Antibiotikum. Das solltest du wissen. Das scheint ihm schon etwas besser zu gehen. Hallo. Ein paar Öhrchen, okay. Mehr hab ich nicht. Das ist alles, was ich für heute habe. Geht's um dein Bike? Ich schau mich nur um.
macht ihr auch. Stahl er zwei Beutelsamen. Deke, wir brauchen die. Oh, Scheiße. Wir müssen wissen, ob er sie verkauft oder versteckt hat. Das macht mir meinen Tag zwar komplizierter, aber okay, ich werde ihn mir holen, Deacon Ende. Was haben wir denn da? Na, also. Oh, Scheiße, da ist er. Dump, Lynchman, komm schon! Nein, nein, du kommst mir nicht. Ich geh nicht zurück! Fahr doch zur Hölle! Nur schwerer! Ich geh nicht zurück! Fahr doch zur Hölle! Läuft's, Lynchman? Was ist? Gab's im Camp nicht genug zu essen? Leck mich! Dachtest dir, du killst ein paar Leute, haust mit deren Zeug ab. Na, ist ja egal, wenn hier einer verhungert. Hauptsache, du hast, was du brauchst, hä? Huh? Lass mich los, du Arschloch! Hey, hör mir zu. Ricky wird ein paar Leute schicken und du sagst ihm, wo die Samen sind. Und vielleicht erschießen sie dich, anstatt dich langsam aufzuhängen. Was sagst du? Keine Ahnung, wovon zum Teufel du redest! Okay, Mann, wie du willst. Hey, Ricky, ich hab ihn und ich schick dir seine Position. Irgendwer soll ihn abholen. Hatte er die Samen dabei? Warte! Bitte! Lass mich nicht zurück! Nein, nein, ich hab nichts gesehen. Okay, wir holen ihn ab. Lass Leck endet. Mach's gut, Lynchman. Panda. I got broads in Atlanta. Just to be in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies.